Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem ganz besonderen Special-Video im Zuge unserer Campingtage der Familie Putz. Ich habe heute die zwei Herberts bei mir. Juhu. Ich Ja, glaube, ihr müsst euch nicht mehr unbedingt vorstellen, oder? Oh, Stefan, du kennst dich nichts doch, aus. Die Leute kennen uns ja nicht. nein, ich war noch fast nie in diesem Nein, YouTube-Dings waren wir noch da. nie, waren wir noch Nein, nie. nein. Okay, na gut, also bitte, hier Opa und Opa. Also, ich bin der Herbert, der Freund von Opa Herbert, der Vater von der Claudia, der Opa von Tom und der Schwiegervater von Stefan. Weil es ja hier eine Ja. Quizshow ist, habe ich eine kleine Geschichte vorbereitet, die Nein, bitte wirklich so nicht. passiert ist. Geschichte, Geschichte, ja bitte. Geschichten am Ja, Lagerfeuer. jetzt da. Also, ich war bei der Show Wer wird Billionär? Nein, bitte. Und da habe ich gedacht, ich gewinne es. Doch Ja, ich war wirklich. schon bei 1000 Oh, Euro. so viel. Und dann die Frage kam, Ja, was eine. das weiß ich leider nicht mehr. Das habe ich irgendwie nicht mehr ganz in Aber das Erinnerung zerstört die gehabt. ganze Ah Geschichte. ja, ich weiß schon wieder. Wann war der Zweite Weltkrieg? Und ich habe gesagt 1993. Das war aber falsch, Ist das denn ernst, Herr sagt der dumme Kommentator. Ich war Ja, ja die kennen selber im sich nichts. Krieg. Die kennen sich nichts aus, die Und Kommentatoren. dann Das ist habe ich alles eine zum Schluss 100 geschobene Partie. ja, und dann habe ich zum Schluss 100 € Schulden zahlen müssen an der Sendung, weil ich dann alles, weil ich die Kamera und so kaputt gemacht habe. Ja, danke Herbert Bitte. für dieses umfangreiche Vorstellungsgespräch. Und jetzt bitte, Opa Herbert, mach's aber kurz. Ja, also, mein Name ist Herbert. Ich bin der echte Herbert. Ich bin der Opa von allen. Genau. Außer vom Steffen, von dem ist der Vater. Genau. Ich heiße Opa Herbert, ja. Und weil ich Opa Herbert heiße, bin Wie ich alt hier. bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Aha, Opa Herbert, so alt schon? das glaubt ihr kein Mensch. Ich hab gedacht, du bist 17. Ach du Schleimer, du. Nein, ich bin hier bei der Quiz oder Opas und ich bin 20. So alt bin ich schon, ja. Okay, also. Ja, Opa Herbert, das reicht. Wir wissen jetzt, wer du bist. Können wir beginnen? Grüße. Also, Frage Nummer 1. Ihr habt immer vier Auswahlmöglichkeiten und jeder von euch hat einen 50-50 Joker, den er pro Frage einsetzen darf. Es gibt auch einen Zuschauer-Joker, da kann jeder von euch die Oma Inge oder Gertrud holen. Aber ich glaube, nein, wir sind ja keine Weicheier, Herr Steffen, wen hältst du uns Tja. Joker, so ein Blödsinn? Naja, egal. Frage Nummer 1. Wie verhaltet ihr euch richtig auf dem Campingplatz, wenn es um die Mülltrennung geht? Einfach, einfach. Antwort A. Ich werfe den Müll in den nächstgelegenen Busch und tue es so, als wüsste ich nicht, dass dort was liegt, weil ich es nicht war. Dann Antwort Nummer 2. Ich werfe den Müll in einen Mistkübel und halte es so mit Ordnung. Frage Nummer 3. Ich werfe meinen Müll auf den Stellplatz von meinen Nachbarn und schimpfe mit ihm, weil er seinen Müll herumliegen lässt. Oder Antwort Nummer 4, ich esse den Müll auf. Ja, bitte auf zum Schlafen, wenn wir hier gerade ein Video Ich bin schon aufnehmen. da, ich bin nur kurz eingenickt. Die Das letzte ist. Nacht war hart, ich war da bis 21 Oh, Uhr wach. bis Es ist 21 Uhr? schon Ja, bist du lausch, alt für Herbert. Was unsere hast denn du Alter. durchgezecht? Ja, ich war beim Nachbarn ein bisschen, Oh, so, ja, aber dein jetzt deine Papa Frau geht. wüsste. Ja, aber ich weiß Ruhe es nicht. jetzt da! Also, Herbert, du darfst beginnen. Welche Antwortmöglichkeit? A, B oder C? Ich sag Oder D? ganz klar, das war das mache ich immer, auch so zu Hause, da werfe ich immer den Müll auf zu den Nachbarn rüber und schrei und hole dann die Polizei. Also eigentlich werfe ich den Müll dann immer runter in den Zoo und dann fahre ich runter mit der Gondel, dann rufe ich die Polizei, den Umweltschutz und so und dann wird der Zoo immer für ein paar Tage zugesperrt. Ja, also du nimmst Antwort 3. Bist du dir ganz sicher? Ja, sicher, ganz sicher. Alles klar. Herbert, wie sieht's mit dir aus? Was ist dein Herbert? Entschuldigung, Herbert. Ja, du verwechselst mich, ich bin Herbert der Echte. Schon gut. Ich nehme Antwort Nummer 4.
Ich werde den Müll aufessen, weil ich habe immer so einen Hunger und die Oma Inge, die ist auf dem veganen Trip, die kocht nur Scheiße, ganz ehrlich. Und deswegen esse ich den Müll am liebsten auf. Also Antwort 4. Ronin 4er Antwort. Schlafst du schon wieder, Herbert? Ich bin schon wieder hungrig, Entschuldigung, komm, Adapte. Entschuldigung, meine, das wird nicht Glück mehr vorkommen. Ja, also jetzt wird's spannend. Wer wird wohl richtig liegen? Beide haben sich die Antworten gut überlegt und sind sich da hundertprozentig sicher. Ich nicht. Ja, das ist schlecht. Die Antwort 3 ist falsch, Herbert. Das ist ja fast schon, das ist ja unglaublich. Natürlich, das mache ich ja selber immer. Ja, aber nur du es machst, das ist nicht doch, richtig. Doch, das ist natürlich richtig. Ich bin ja, der richtigste Mensch auf der Welt, ja, der ja, politisch ja, korrekteste ja. Mensch. Ja, ja, ja. Und, Opa Herbert, ja, wenn du nicht, wenn du sagst, dass meins falsch ist, dann kriegst du Hausarrest. Du kannst mir keinen Hausarrest mehr geben, Opa Herbert, die Zeiten sind vorbei. Also hast du mir nie einen gegeben. Ja, okay. Antwort Nummer 4 ist leider auch falsch. Aber wenn ich Hunger habe. Ja, okay, wenn du Hunger hast, natürlich kannst du den Müll aufessen. Du kannst tun, was du willst, aber es ist nicht richtig. Und was ist denn richtig? Die Loser-Antwort Nummer 2 oder was? Genau, Nummer 2 ist richtig. Man tut den Müll schön ordentlich in den Mistkübel entsorgen, damit kein Abfall liegen bleibt. Das ist ein Schwachsinn, um liebe Zuschauer. Hört nicht zu. Hört nicht hin, ja, liebe Zuschauer. Hört nicht hin. Das ist ein Schwachsinn, der die Natur. Entweder isst den Müll oder wirft ihn zu den Nachbarn. So, wir melden uns wieder retour. Wir haben uns jetzt da wieder alle einigermaßen beruhigt. Ja, wir haben beide einen Schuck von dem Nachbarn, von dem tollen Zeug da genommen. Ja, jetzt sind sie wieder beruhigt. Andere Möglichkeiten sehe ich einfach nicht mehr. Aber wir machen weiter. So, da Frage Nummer 2 und damit schon die vorletzte Frage. Was sind nur 3 Fragen? Ja, eure Aufmerksamkeitsspanne ist nicht sehr hoch. Also, Frage Nummer 2. Was ist der Unterschied zwischen einem Wohnwagen und einem Wohnanhänger? Antwortmöglichkeit 1. Ein Wohnwagen ist ein Wagen, wo man drinnen wohnen kann. Ein Wohnanhänger ist hingegen ein Traktoranhänger, wo man Mist führt. Antwortmöglichkeit Nummer 2. Ein Wohnanhänger ist ein Anhänger, wo ihr eure Wohnung, also eure 4 Wände, wo ihr immer wohnt, hinter euch herziehen könnt. Und ein Wohnwagen ist ein Wagen, wo ihr eure Wohnung drinnen aufbauen könnt, so eure 4 Wände, was ihr zu Hause auch habt. Also, handwerkliches Geschick ist hier gefordert. Antwortmöglichkeit Nummer 3. Ein Wohnwagen ist ein Wagen, wo das Wohnmobil quasi schon in Begriff ist. Und ein Wohnanhänger ist ein Anhänger, was gleich, fast gleich ist wie ein Wohnwagen, nur ihr zieht ihn euch hinter euer Auto hinterher und müsst aus eurem Auto aussteigen und dann in euren Wohnanhänger gehen, um dort zu schlafen. Oder Antwortmöglichkeit Nummer 4, es gibt keinen Unterschied, beides ist das gleiche, weil beides nicht existiert, weil es sowieso kein Camping auf der Welt gibt. Herbert, bitte. Also ich sag Antwort Nummer 4, das existiert gar nicht. Was? Du sagst, das Camp nicht existiert? Ja, das wundert mich auch gerade. Wir sind doch auf einem Campingplatz und du campst ja auch gerade sogar ja, in einem nein, Wohnwagen. Nein, das stimmt, aber Nummer 4 ist ganz sicher richtig. Ja, bin ich auch der Meinung. Verschwörungstheorien hier alles! Yeah! Womit habe ich das verdient? Also ihr sagt beide nur Antwort 4. Ja, Antwort 4 ist richtig, alles nicht richtig. Stimmt, Herbert, das ist nicht richtig auf der Welt. Und Antwort 4 ist nicht richtig. Es gibt Camping auf der Welt. Es gibt sogar Wohnwegen und Wohnanhänger. Antwort Nummer 3 wäre richtig gewesen. Naja, letzte Frage und das sind hier somit die entscheidende Frage. Ja, und jetzt schon etwas Einfaches. Immer diese schwere Fragerei. Wir sind doch hier nicht im Gymnasium, sehen wir aus, als ob wir, keine Ahnung, Schulabschluss hätten. Ich habe abgebrochen in der Volksschule. Ich schon im Kindergarten. Ah, das ist super, Herbert. Ich glaube eher, dass ihr rausgeschmissen wurdet, aber egal. Also, letzte Frage. Die alles entscheidende Frage und somit die einfachste Frage ist, unter welchem Motto drehen wir hier unser Video gerade? A. Skiwochen mit der Familie Butz. B. Gar keine, weil die Familie Butz existiert nicht und unser YouTube-Kanal ist sowieso nur ein Dreck. C. Campingtage der Familie Butz, weil Campen so lustig ist. C.
Oder D, die letzte Antwortmöglichkeit ist, unser Motto ist Familie Putz. Wie unser Kanal. Schwierig. Es wird spannend. Ja, es ist wirklich schwierig. Weiß ich nicht. Ich glaube, unser Kanal existiert ja. Da haben wir jetzt schon 104 Abonnenten, das ist schon cool. Aber, Herbert, was sagst du? Ich sag Antwort Nummer B. Ich sag auch Antwort B, ja? Ja, schau. Ja, das ist, hört sich nicht so schlecht an. Und B ist tatsächlich richtig! Ihr habt es richtig! Ihr habt eine super. Antwort richtig! 1 Million Euro, Sherman! Es gibt kein Preisgeld hier, ihr macht das alles nur aus Spaß. Ihr Spaß? Spaß? Ja. Spaß? Ja. Spaß? Kein Geld! Kein Geld! Was? Auf ihn mit Gebrüll, Herbert! Kein Preisgeld, kein Frieden! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Danke, liebe Zuschauer, dass ihr zugeschaut habt zu unserer Special-Folge. Ich muss jetzt ganz schnell flüchten. Abonniert uns recht und bitte für noch mehr solche verrückte Videos. Ich hasse dieses Format. Hilfe, Claudia!